Auch mit dem Ball am Fuß machen die Spieler von der Kadetten Schaffhausen eine gute Figur. Spätestens morgen müssen sie dann aber wieder mit den Händen und natürlich auch mit dem Kopf spielen. Das hat in der Finalrunde nicht immer sehr gut geklappt, die sind mittlerweile aber abgehakt. Ich bin der Meinung, dass in der Playoff mit Start-Halbfinale es von neuem anfängt. Ja, man braucht jetzt eben eine Topform, man braucht jetzt eben alle Spieler im guten Zustand. Und dann, denke ich, ist so das Level ähnlich gelagert bei allen Mannschaften, die jetzt da noch im Rennen sind. Insofern wird es interessant. Mit Wacker Thun wartet ein starker Gegner auf die Kadetten. In der Finalrunde hat das Berner Team bis auf den Match gegen Pfadi Winterthur alle Spiele können für sich entscheiden. Für das erste Spiel sieht Manuel Liniger die Mannschaft sogar in einer Aussenseiterrolle. Das heisst, wir sind jetzt vielleicht im ersten Spiel ein bisschen der Underdog und müssen nicht unbedingt, sondern dürfen. Und das ist vielleicht auch mal eine schöne Rolle. Und die wollen wir ausnutzen, dass wir spätestens nach dem ersten Spiel wieder die Gejagten sind. Auch Pfadi Winterthur fängt morgen mit dem Spiel gegen St. Gallen die Mission Halbfinale an. Die Winterthurer waren das beste Team in der Finalrunde und haben nur einmal Punkte liegen lassen. Von einer Favoritenrolle reden will der Trainer Adrian Brünker aber nicht. Wir wissen, dass morgen alles ganz bei Null beginnt, resultatmässig und punktemässig. Aber wir wissen auch, dass man doch auch vieles mitnehmen kann. Das Selbstvertrauen, das man sich aufgebaut hat, die Abläufe, die man hat, die Elemente, Taktik und das Vertrauen, das das Team ineinander hat. Ich glaube, das sind Sachen, die einem helfen im Playoff. Für das Spiel gegen St. Gallen weiss der Trainer auch schon, auf was es drauf ankommt. Ja, wir müssen vor allem auf unser Spiel fokussieren. Das ist klar, das ist aufgebaut auf einer starken Deckung, auf einer aggressiven Deckung, wo man viel Zweikämpfe gewinnen muss und nachher mit der überfallartig vorbereiteten Konter einfache Gole zu erzielen und nachher im Positionsspiel mit Geduld spielen, diszipliniert spielen, innerhalb von unserem System spielen. Und dann bin ich doch sehr zuversichtlich, dass wir auch den Sieg landen können. Morgen Abend geht der Kampf der letzten vier Teams um die Meisterschaft los. Das Spiel der Kadetten kann man gratis im Internet schauen unter den eingeblendeten Adressen. Und schon am Samstag stehen sich dann Pfadi Winterthur und die Kadetten Schaffhausen im Göpp gegenüber.